Willkommen zurück. Du weißt bereits, dass wir Stellen, bei denen sich das Krümmungsverhalten ändert, als Wendestellen bezeichnen. Des Weiteren weißt du, dass wenn in einem Intervall die zweite Ableitung größer als 0 ist, das dann bedeutet, dass die Funktion f in diesem Intervall positiv gekrümmt ist. Und genau umgekehrt, wenn die zweite Ableitung in einem Intervall kleiner als 0 ist, dann ist die Funktion f in diesem Intervall negativ gekrümmt. Ziel dieses Videos ist es, Kandidaten für Wendestellen mit Hilfe von diesem Wissen zu untersuchen. Das heißt, wir betrachten das Krümmungsverhalten der Funktion und wollen dadurch feststellen, ob es sich bei dem Kandidaten wirklich um eine Wendestelle oder um etwas anderes handelt. Bisher haben wir das immer mit den hinreichenden Bedingungen für Wendestellen gemacht, aber in diesem Video wollen wir jetzt dafür das Krümmungsverhalten untersuchen. Und dazu haben wir hier im nächsten Fenster des Arbeitsblattes folgende Aufgabenstellung. Wir haben hier eine Funktion h und von dieser Funktion kennen wir die zweite Ableitung. Und unsere erste Aufgabe ist es nun, die Nullstellen der zweiten Ableitung, also von h2' zu berechnen. Und in dieser Aufgabenstellung ist natürlich schon ein kleiner Wink drinnen versteckt. Wenn wir die Nullstellen von der zweiten Ableitung berechnen, dann berechnen wir damit natürlich unsere Kandidaten für Wendestellen. Versuch das zunächst alleine und pausiere dazu das Video. Gut, also um die Nullstellen der zweiten Ableitung zu berechnen, setzen wir diese gleich 0 und erhalten damit diese Gleichung. Und hier können wir zu unserem Glück relativ einfach die x-Werte ablesen, für die die Gleichung erfüllt ist, nämlich mit dem Nullsatz. Also die Gleichung ist 0, wenn x² 0 ist oder wenn x minus 5 0 ist. Und x² wird 0, wenn x 0 ist. Und x minus 5 wird 0, wenn x 5 ist. Das heißt, unsere Nullstellen sind x ist gleich 5 oder x ist gleich 0 oder x ist gleich 5. Das heißt, genau diese Nullstellen sind unsere Kandidaten für Wendestellen. Und jetzt wollen wir in der zweiten Aufgabe mit Hilfe der Tabelle feststellen, ob es sich bei diesen Kandidaten wirklich um Wendestellen oder um keine Wendestellen handelt. Versuche das zunächst alleine. Hier noch ein kleiner Tipp. Du musst zuerst den ganzen Rest, also alles andere von der Tabelle ausfüllen und erst ganz zum Schluss kannst du dann sagen, ob wir hier wirklich Wendepunkte oder keine Wendepunkte haben. Also pausiere das Video und versuche das alleine. Gut. Wir können mal mit der zweiten und vierten Zeile in der Tabelle beginnen. Wir wissen nämlich, dass bei unseren beiden Kandidaten, also x ist gleich 0 und x ist gleich 5, die zweite Ableitung 0 sein muss, weil genau so haben wir ja die Gleichung aufgestellt. Das heißt, bei x ist gleich 0 ist die zweite Ableitung 0 und bei x ist gleich 5 ist die zweite Ableitung ebenfalls 0. Nun schauen wir in die erste Zeile, also für den Fall, dass x kleiner als 0 ist und betrachten für diesen Fall unsere Funktionsgleichung ganz oben. Wenn x kleiner 0 ist, dann ist x² größer als 0, weil eine negative Zahl mal eine negative Zahl ist natürlich eine positive Zahl. Und x minus 5 ist dann eine negative Zahl, also kleiner 0. Das heißt, wir haben hier positiv mal negativ, also insgesamt ist für den Fall x kleiner 0 unsere zweite Ableitung kleiner 0. Das heißt, wir können dadurch auf das Krümmungsverhalten von unserer Funktion h schließen und wissen, dass die Funktion in diesem Intervall negativ gekrümmt ist. Nun gehen wir in die dritte Zeile, also für das Intervall 0 bis 5 und schauen dazu wieder unsere Funktionsgleichung oben an. Für das Intervall 0 bis 5 ist x² positiv und x minus 5 ist negativ. Das heißt, wir haben hier eine positive Zahl mal eine negative Zahl, ergibt insgesamt eine negative Zahl. Das heißt, für das Intervall 0 bis 5 ist die zweite Ableitung kleiner als 0 und damit ist die Funktion in diesem Intervall negativ gekrümmt. Nun sehen wir, vor unserem Kandidaten, also dem Wert x ist gleich 0, ist unsere Funktion davor negativ gekrümmt und danach ebenfalls negativ gekrümmt. Das heißt, bei unserem Kandidaten
ändert sich das Krümmungsverhalten nicht. Das heißt, wir haben hier tatsächlich keinen Wendepunkt. Nun können wir in die fünfte Zeile gehen, also für den Fall x ist größer als 5 und wieder unsere Funktionsgleichung betrachten. Wenn x größer als 5 ist, ist x Quadrat positiv und x minus 5 ist ebenfalls positiv. Das heißt, insgesamt ist die zweite Ableitung dann größer als 0 und damit ist unsere Funktion positiv gekrümmt. Das heißt, vor unserem Kandidaten, also vor dem Wert x ist gleich 5, ist unsere Funktion negativ gekrümmt und danach positiv. Das heißt, an dieser Stelle ändert sich das Krümmungsverhalten und damit können wir sicher sein, dass wir hier einen Wendepunkt haben. Das war's für dieses Video. Im nächsten Video geht es mit dem Arbeitsblatt weiter.